Okay, das ist Stand der Dinge. Es gibt kein Eldorado wecken. Aber was soll ich filmen während der Fahrt? Da kann ich ja bloß die Kamera auf Paula halten. Oh. Naja. Lassen wir mal die Kleine raus. So, du darfst Kleines. Strecken, Yoga morgen. Der Nebel hat dafür gesorgt, dass die Klamotten, die gestern beim Schlafengehen halbwegs trocken waren, jetzt schön klitschnass sind. Neben dem Nebel, naja, aber ja, ich weiß nicht, soll ich euch das zeigen? Guckt euch das an. Das lässt hoffen, ne? Wow. Also die Uhr sagt 6:34 Uhr, Sonnenaufgang. Das sieht doch geil aus. Das sieht klasse aus. Also ich stehe gerade zwischen Baum und Borke sozusagen. Wie das Richtung Westen aussieht, Osten meine ich, seht ihr ja. Aber der ganze Nebel klart gerade auf und ja, was soll man sagen? Das sieht geil aus. Also ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen hier bleiben und Zelt abbauen. Ich kann mich gar nicht. Boah, guckt euch das an. Das ist doch. Die Sonne kommt jetzt auch schon über die Berge, über die Bäume. Also das ist einer dieser Momente. Also, das ist, ja, was soll man sagen? Das ist, was es ist, ne? Zum Glück haben wir uns bei der letzten Abfahrt nicht verführen lassen, unten auf den etwas leichter rollenden Asphalt zu fahren. Und hier unten waren zuvor Schafe und der letzte Regen ergeben. Schöne Mischung.
das würde uns im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Scheiße um die Ohren fliegen. Ja. Ja, fahren wir hier oben ein bisschen weiter auf dem Splitweg, auf dem Bruchkies. Frisches Obst. Da haben wir auch schon reichlich gepflückt. Die ganzen Bäume voller Obst. Reifes Obst. Klasse. In der Kurve abbiegen. Das wird's.
den ekelhaften Ballen. Ich denke ja schon, dein Noppenball ist ekelhaft, aber so ein Tennisball mit den Fasern und Paula Sabber. Kein Wunder, dass sie alles speckig anfühlt, was sie anfasst. Hup. Oh, Paula gibt die Richtung vor. Trotten wir hinterher. Da hinten, ungefähr Hitzacker Regnitz, in der anderen Richtung auch, die Wälder sind total ja, im Regen. Also hier hat es schon geregnet auf dieser Straße, die wir gerade fahren. Und ja, mit viel Glück zieht der Regen vor uns her. Ansonsten verstecken wir uns irgendwo. Guck doch mal diese Äpfel an, ey. Also ein paar leichte Regentropfen kriege ich auch schon ab, vereinzelt. Ne, ich glaube, es regnet bei uns. Also, bis ich die Kamera wasserdicht verpackt habe und meine Jacke anhatte, war der Regen schon fast vorbei. Aber besser als gar nichts. Wie gar nichts? Und du meckerst wieder, ne? Doch, doch, du meckerst. Der Verkehr. Und die Sonne brummt wieder. Ne? Willst du einen siffigen Ball haben, Paula? Tennisball und Sabber.
Schweinchen. Der Lappen hängt raus. Das Gewitter zieht doch knapp an uns vorbei und hat zur Sicherheit gestoppt. Und ihr hört ja, was abgeht. Tja, Paula liegt hier ein bisschen unbeeindruckt. Die schläft verfasst. Aber naja. Die bleiben trocken. Paula hat schon Wasser bekommen. Ich paar Weintrauben. Und warten wir mal ab. Es ist 15 Uhr. Ja, da werden die Augen groß bei Paula. Ja, 15 Uhr, 10 Kilometer. Können wir verkraften, hier noch ein bisschen zu warten. Schildkröte im Notfall bei uns aus. Das Tarp ausgerollt über Strike und den Anhänger. Auf einer Seite stehen die Räder drauf. Und andere Seite traditionell Heringe in den Boden. Paula passt im Anhänger rein, während ich mich auf der Isomatte lang gemacht habe. Parallel zum Rad. Aber da ja ein bisschen Wasser mit langfloss auf dem Elberadweg hier, auf dem Asphalt, ja, ist die Isomatte jetzt von unten komplett klitschnass. Und Paula geht schon wieder rein. Nee, also, das alles zog jetzt vorbei über uns. Weiß nicht, wie lange hat das gedauert? 5-6 Minuten? Aber Hagel, kräftig Hagel, kräftig Regen, Wind. Dass ich dachte, hoffentlich fliegt das Tarp nicht weg. Aber wir haben es überstanden. So sieht's aus. Fräulein, ich bin draußen. Brauchst nicht rumbellen hier. We'll be right back.
möchte heute nicht im Bild sein. Wir sind in Blekede. Wir haben fast 90 Kilometer geschafft. 120 hätten gefehlt für die 90, aber das ist egal. Von hier aus, wenn alles glatt läuft und nichts dazwischen kommt, sind wir morgen zu Hause. 80 Kilometer. Und ja, auf den letzten 20 Kilometer, die kommen, da ist einfach nur Heimat, zu Hause. Der Zuhause-Bonus, nochmal Adrenalin, der schiebt und sowas alles. Aber naja, der Tag. Im Prinzip hätte er nicht besser laufen können, ne? Heute Morgen neblig, habt ihr ja gesehen. Denn wie der Nebel ruckzuck verschwindet. Also man muss richtig zur richtigen Zeit aufstehen. Und ja, wir kamen soweit durch. Mit Sonnenschein. Ein paar Gewitter konnten wir ausweichen. Aber das eine Gewitter... Ui! Ja. Ne? Und... Ja, oben auf dem Deich. Das fiel mir auch erst ein, mitten im Gewitter. Du stehst oben auf dem Deich und es gewittert. Aber man hat die Wahl gehabt. Ne? Baust du jetzt sofort auf, wo du merkst, die Regenfront kommt definitiv auf dich zu. Baust auf, bist im Schutz. Oder das Dorf, was gleich da hinter dem Deich war, reinfahren und hoffen, dass irgendwie eine Bushaltestelle ist oder sowas. Aber... Ja, da schmeißt man lieber das Tarp rüber. Wir waren geschützt. Isomatte, die ich hier hingelegt hatte, wurde ein bisschen nass, weil das Wasser genau lang lief. Und ja, bestens. Ja, ich habe meine große Mittelformatkamera mit. Und es gibt auf der Strecke eine ganz, ganz, ganz alte Feuerwehr. Fast vergessen das Wort. Ja, ein altes Feuerwehrhäuschen. Das wollte ich fotografieren, fuhr vorbei. Machst du's? Ne, weil jedes Mal, wenn ich auf Mittelformat auf dem Auslöser drücke, kannst du so 1 bis 2 Euro ins Sparschwein stecken. So fühlt sich das an. Und ja, ich fuhr weiter. War mir nicht sicher. Aber im Nachhinein, das ging mir nicht aus dem Blick, aus dem Gedanken, dieses Bild von vorne richtig frontal drauf zu, das Tor, das schiefe Tor, wie die Farbe abblättert, das kleine Türmchen. Geht mir nicht aus dem Kopf. Hätte ich fotografieren müssen, definitiv, habe ich aber nicht. Also, für die nächste Tour merken, ne? Ja. Und sonst, apropos Foto, ich habe ja noch einen Kleinbildfilm mitgehabt für die Mittelformatkamera. Mit Adapter passt die rein, hast du schön Panorama. Und ja, ich habe ja diese Kamera im Maltin auf dem Flohmarkt bekommen. Mit Zubehör, alles. Und ja, anderen Objektiv, Aufstecksucher, die Tasche mit bei, also ein ganzes Set. Und hier habe ich jetzt den Kleinbildfilm reingemacht. Schon ein paar Fotos gemacht. Höhe Hitzacker haben wir ja das Pärchen überholt mit dem Cruiser, mit dem Schäfer und der lief. Und da bin ich ja hinterher gehetzt, um zu sehen, ist das wirklich ein Cruiser? Ist das der neue oder der alte? Power gegeben. Und ist ein alter Cruiser gewesen, der große Bruno. Und ja, dieses Power-Game habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber, ich sag mal, der Sprint von Hitzacker bis hier Blickede. Gott, wie viel waren das, Paula? 30? Ich glaube 30 Kilometer. Was guckst du da schon wieder? Das ist ein Riesenschnauzer. Oh, Trixi. Ich hatte mal einen Riesenschnauzer. Also mit meiner Ex, mit meiner Freundin damals. Oh, herrlich. Na okay, Power gegeben und ich habe es wirklich nahezu durchgehend geschafft, bis auf die Gewitterpause, dass ich gepowert habe. 20, 23 km/h, zügig weg, Musik im Ohr und irgendwo hat man seinen Rhythmus gefunden und so geht das dann ab.
Ich kam dann auch mit Schwung relativ gut hoch und runter beim Deich, wenn man drüber wechseln musste. Und das Garmin hat heute auch sehr gut funktioniert mit der neuen Karte. Darüber werde ich nochmal berichten. Ein paar Einstellungen. Neue Karten, Software-Update. Gibt's kostenlos. Werde ich bringen. Aber naja, Blickede, wir haben gegessen, getrunken, uns gewaschen, Klamotten hingen ja zum Trocknen. Und ja, was soll man sagen? Geiler Tag. Also diese Panikmache, wie meine Mutter hatte, zum Beispiel, oh, ab Donnerstag Regen, durchgehend bis Samstag, bis Sonntag. Nein, habt ihr ja gesehen, ne? Und ja, einfach mal was wagen. Was soll das Schlimmste passieren? Stell das Zelt auf, bestehen wir ein, zwei Tage dann im Regen. Tarp rüberschmeißen, Regenjacken, Essen haben wir alles dabei. Kann man sowas riskieren überhaupt? Ne? Aber naja. Sonnenuntergang ist in 32 Minuten. Werden wir sehen, dass ich noch ein paar Fotos mache. Fahrrad einpacken. Alles, was geschützt sein muss. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Oder beziehungsweise für euch denn eventuell, wie ich es schneide, nächste Woche. Also bleibt gesund, wir sehen uns. Und Paul hat die Nase. Blende ich mal ein Foto, wie der aussieht. Ich mach mal ein Foto. Also, ciao. Waschnägel.